Er war der funkelnde Saphir in dieser grauen Dynastie. Es war für mich ein außergewöhnlicher Mensch, Paradiesvögelchen. Das Prinzip des Films ist, dass wir im Jahr 1978 sind und ein Reporter Arndt von Bohlen begleitet. Er suchte halt immer nach Liebe oder nach einer Anerkennung. Er war eben, wie Gottfried Keller sagt, ein Bürschchen von fertigem Gelde. Ich habe geerbt. Ich habe, Sie wissen, nicht sonderlich viel dafür gearbeitet. Und wenn ich sterbe, wird das auch wieder in andere Hände gehen. Es ist eigentlich ein transitorischer Prozess. Du bist schwul und dazu stehst du auch. Du bist millionenschwer und du bist das Hassobjekt der Yellow Press der Bundesrepublik Deutschland. Die Leute finden dich unmöglich. Reichster Frührentner Deutschlands. Auf sein Krupp-Erbe verzichtender. Er hat seine Freiheit erkauft mit dem Erbverzicht. Ganz große Raubritter waren das damals wie heute. Ich war nicht willkommen, nicht in der Firma und auch nicht in der Familie. Es waren Zweifel, ob Arndt bei seiner Vorbildung und seinem Charakter in der Lage war, ein so Riesenunternehmen verantwortlich in die Hand zu nehmen. Arndt bekam also für seine Lebensart läppische 2 Millionen im Jahr ausgezahlt. Ich persönlich verstehe die Leute nicht, die sich zum Sklaven des Geldes machen. So wichtig ist es dann ja auch wieder nicht.